Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer, ja, ich sag's mal, neuen Serie. Und ihr seht hinter mir ein Becken, das hier und da schon bekannt ist. Wo ich hier genau bin, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ja Leute, ich denke mal, jetzt dürfte langsam aber sicher der Groschen gefallen sein. Ich bin hier beim Sven in Meerbusch und hi Sven. Hi Daniel. Hinter mir das Schmuckstück, was aus Facebook und Co. bekannt sein dürfte. Da gibt es eine gewisse Story zu und du hast demnächst auch was vor. Ich würde mal sagen, erzähl mal ein bisschen was. Naja, also das Becken ist ja aus den Social-Media-Kanälen immer wieder mal in Erscheinung getreten. Ich mache da auch selten einen Hehl draus, was da so passiert, weil ich finde, wenn man anfängt mit der Meeresaquaristik, dann fragt man sich immer, wo kommen diese ganzen Bombenbecken her? Mhm. Ich glaube, jeder, der es länger betreibt, weiß halt, dass es auch häufig nur Momentaufnahmen sind. Hier und da schon, ja. Ne? Ist halt leider so und es gibt halt Höhen und Tiefen. Das Becken hier ist jetzt mein, ich glaube, drittes oder viertes Becken. Wir hatten erst einen 120er, dann einen 42er. Und wo wir uns dann kennengelernt haben, hatte ich ja da meine ersten Ableger aus einem 450-Liter-Becken. Richtig, da hattest du noch so ein süßes, kleines 450er hier stehen. Und, ja, genau. Da war ich dann derjenige, der gesagt hat, meine Fresse, ja. Leck mir am Arsch, sieht das gut aus. Und hast tatsächlich dann vergrößert, hast dir deinen Traum erfüllt. Genau, immer schön den Boden abgeschritten mit dem Zollstock zwischen den Füßen. Und irgendwann hatte ich dann mit meiner Frau auch Einigkeit darüber, dass das Becken größer werden darf. Und das war dann vor 2,5 Jahren der Fall. Das Becken hat eine Breite von 2,30 Meter. Man sieht, es ist ein Riesenklopper hier. Also ist einiges an Wasser, was hier ist ja nicht alles im Endeffekt. Ich blende euch gleich auch nochmal den Technikraum separat ein, der dann nebenan auf der Rückseite ist. Nur einen kurzen Blick reinwerfen. Ja, also 2,30 Meter ist es breit, 1 Meter ist die Beckentiefe und 70 cm hoch. Also es sind um die 1600 Liter in dem Becken selber. Mit der ganzen Peripherie, Ableger und Filterbecken werden das so um die 1800 Liter Volumen sein, mit dem wir das zu tun haben. Hinten haben wir noch das Ablegerbecken, hängt am gleichen System, am gleichen Kreislauf, ne? Ja, so wie früher auch schon, also immer alles in einem Kreis. Mhm. Ist natürlich auch toll, wenn du Tiere schneidest, dass die dann einfach sich in dem gleichen Milieu da finden wie vor dem Schnitt. Mhm. Ja, und Grund, warum ich jetzt eigentlich hier bin, ist, dass wieder eine Veränderung ansteht, richtig? Das ist korrekt, ja. Ja, also ich meine, wir ziehen demnächst um, so ich hoffe in 4 bis 6 Monaten. Und das Becken, das läuft eigentlich im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ganz gut. Man sieht es an den Farben. Also ich betreibe das Becken mit dem Sangokai-System in Verbindung mit einem Kalkreaktor. Mhm. Muss auch sagen, mit der Unterstützung vom Jörg bin ich da extrem zufrieden. Bin überzeugt von dem System. Ich werde es auch weiter mit Sangokai machen, mit den neuen Becken. Aber deutlich kleiner. Also ich habe den Kaffee auf. Ich wollte es gerade sagen. Wird es jetzt noch größer oder? Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ganz einfach, so ein großes Becken. Man denkt halt immer, ja, wenn das Becken größer wird, wird es stabiler. Mhm. Aber die Peaks, wenn das einmal in die eine oder andere Richtung kippt, sei es mit den Nährstoffen, dass die steigen oder fallen, dass der Verbrauch steigt durch halt eben diese Schwankungen. Wenn die Lawine einmal rollt, dann rollt es. Und da ist es halt auch nicht mal eben wieder eingeebnet mit einem größeren Wasserwechsel, wäre es schon. Aber zum Beispiel jetzt nach meinem Urlaub hatte ich warum auch immer einen relativ hohe Nährstoffe, obwohl ich sonst tendenziell immer dosieren muss. Und jetzt habe ich letztes Wochenende in aller Gelassenheit mal 1000 Liter Wasser gewechselt. Ohne okay, das sind natürlich Hausnummern. Ja, und die Nährstoffe sind halt immer noch hoch. Ne? Mhm. Und man sieht es halt auch am Ablegerbecken. Das Becken ist lange nicht so gepflegt, wie es mal früher war. Ich habe nicht mehr die Zeit. Mhm. So, und ich wünsche mir einfach wieder ein Becken zurück, was handelbar ist, wo man auch mal mit 400, 500 Liter Wasserwechsel einfach auch die Uhren auf Null dreht. Also auf gut Deutsch, das groß ist zwar geil, aber auch sehr pflegeintensiv. Ja, total pflegeintensiv, das ist das eine. Und was auch, ich finde, also mir geht es zumindest so, was man oft unterschätzt, ist, dass viele Korallen ganz einfach auch in so einem großen Becken überhaupt gar nicht mehr so zur Geltung kommen. Ja?
Wenn man so sieht, diese ganzen Bonbons, die so dazwischen sind, gerade bei den Krustenanemonen im Becken, die großen Tiere wirken, aber die kleinen Tiere, die gehen einfach in der Masse unter. Und meine Schwester hat 170 Liter, ein schönes, kleines, süßes Reefer. Ja, genau, habe ich gerade eben gesehen. Das sieht echt genial aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist um Längen besser wie das, was ich da jetzt mal eben in dem Projekt hingekriegt habe. Ganz ehrlich, also da hat sie richtig was auf die Beine gestellt. Optisch blende ich dann auch nochmal gleich mit ein, wenn ich ein Bild von kriege. Klar. Und es ist definitiv auf kleinem Raum richtig, richtig schön. Ja. Und ich denke auch mal, je größer die Becken werden, desto schwieriger wird es im Endeffekt dann auch, die Highlights setzen zu können, oder? Kannst du knicken. Und ich meine, es sind ja meistens gerade die besonderen Tiere, die nicht gerade wachsen oder so schnell wachsen. Ja. Und die schönen bunten Tiere und dann solche Highlights zu setzen, ist halt auch echt schwierig in so einem großen Aquarium. Man muss aber auch sagen, es gibt genug große Becken, also Becken in dem Format, die wirklich richtig, richtig geil aussehen. Aber da möchte ich auch nicht wissen, was da im Endeffekt an Zeit und Arbeit reingeht, um tatsächlich auf diesen Stand zu kommen. Ich glaube halt auch eben, ein Becken sieht immer so schön aus, wie du es pflegst. Mhm. Ja, ich meine, hier das Becken, auf dem Bild sieht man das nicht so, wenn man in die Details schaut. Also wenn jemand krasse Anemonen haben will, ich habe ja, ich schätze mal, irgendwas zwischen 500 und 800. Ja, die hängen hier überall zwischen. Also, ja. So wie ich das Briareum damals in meinem Becken drin hatte, hast du hier überall die Krassers dazwischen hängen. Genau. Ja, und da machst du halt nichts mehr. Ne? Nee. Deswegen ist das halt auch eine schöne Beckenvorstellung, dafür danke. Mhm. Und auch gleichzeitig der Abschied. In den nächsten 14 Tagen erwarte ich neues Riffgestein. Mhm. Wir werden, weil meine Schwester halt meine Wohnung übernimmt, dann bekommt sie einen 550er Reefer, ich einen 750er. Krasse Reduzierung, aber okay. Ja, ja. Ja, ja. Aber das ist ja das, was du wolltest. Händelbar und etwas kleiner. Genau. Und schön trotzdem dabei. Also, ja, und da ist halt eben das Ziel, wir werden jetzt hier die Korallen nochmal alle zurückschneiden, das ganze Gewebe, was nicht mehr so toll ist, rausschneiden. Hm. Und dann, ich sag mal, 4-5 Monate vor dem eigentlichen Umzug das Becken neu starten mit zwei Riffaufbauten, einmal für meine Schwester, einmal für mich. Da kommen auch verschiedene Varianten von dem Epo Reef zum Einsatz. Das wird vielleicht auch noch ganz spannend sein, das zu beobachten. Für mich ist es auch aufregend. Ja, ich habe jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die mittlere Variante. Deine Schwester, hast du mir schon erzählt, hat noch die alte, weiße Variante, die sie dann auch in dem großen Becken... Nee, die hat, die hat schon die pinke Variante. Ach so. Jetzt. Mhm. Also die schon eingefärbte, aber die noch in der groben Struktur. Genau. Und okay, wir werden halt eben zwei Aufbauten machen in diesem Becken und werden dann im Prinzip so das Epo Reef schon mal besiedeln. Wird dann als Bare Bottom Becken gefahren, einfach um da auch die ganzen Plagen und Seuchen rauszuhalten, sodass dann später der Umzug des großen Beckens in die zwei kleineren Becken auch flüssig vonstatten geht. Das heißt im Prinzip, du machst genau das Gleiche wie ich. Du machst einen kompletten Reset, alles raus an Gestein, an Grundmaterial, an Sand, machst das Becken einmal clean. Ja. Und guckst, dass du die Korallen sauber kriegst und startest dann im Prinzip neu, beziehungsweise fährst das neue Gestein ein, genau, an und nimmst es dann anschließend in das neue Becken mit rüber. Ja, exakt. Ist ein Plan. Ja gut, ich meine, es ist ja dann auch nicht nur der Beckenumzug, sondern auch der Umzug da ansteht, ne, von einem Haushalt. Über die Kleinigkeiten. Und wenn man dann noch seine Korallen zurechtschneiden muss und sortieren muss, also ich glaube, den Horror, den gebe ich mir jetzt in den nächsten 3-4 Wochen und habe dann hoffentlich beim eigentlichen Beckenumzug leichteres Spiel. Guck genau hin, kann ich nur sagen. Ich kenne es im Endeffekt, ich habe jetzt nach dem Reset immer noch 1 auf 2 von den kleinen eine München drin gefunden. Ich habe sie aber entfernen können und somit dürfte ich jetzt frei von meinen Plagen sein. Ich habe eine neue Plage drin, die ist aber nicht so schlimm. Röhrenwürmer. Zeichen dafür, dass das Becken so gar nicht willens ist, richtig in Gang zu kriegen. Ja. Ja, alles in allem ist eigentlich ein schönes Becken. Also wenn man es jetzt auf der Entfernung sieht, ganz ehrlich, sieht toll aus, aber ich gehe gleich mal ein kleines bisschen ins Detail und dann seht ihr dann auch, warum, weshalb, wieso. Du warst jetzt eine Woche, zwei Wochen in Urlaub? 2,5 sogar, ja. 2,5. Kommst zurück und siehst dann so Kleinigkeiten, dass da hinten so einiges abstirbt. Mhm. Warum? Weißt du es oder weißt du es nicht? Also ich hatte ja vor meinem Urlaub noch mal eine ICP-Analyse gemacht. Mhm. Habe eigentlich gedacht, weil ich jetzt auch durch die Arbeit bedingt wenig Zeit die letzten Monate hatte und das Becken einfach auch mal ziemlich sich selbst überlassen hatte, muss man auch sagen,
dass da wirklich sämtliche Spurenelemente aus dem Lot gelaufen sind. War überrascht, dass es überhaupt gar nicht so der Fall war. Okay, also hat soweit gepasst. Mhm. Aber mir ist dann ein großer Fisch gestorben, wobei ich eigentlich auch nicht glaube, dass der wirklich Einfluss auf das Volumen hat. Eigentlich dürfte der ziemlich schnell verstoffwechselt sein in dem Becken. Ja, eigentlich schon. Weil du kennst das, ne? Ich habe eigentlich immer schon eher das Problem durch den dichten Steinkorallenbesatz, dass ich da massiv Stickstoff und Phosphor zuführen muss, damit das überhaupt läuft. Hast du immer darüber geklagt, ich muss schon wieder nachkippen. Ja, über die Dosierpumpe, ne? Permanent, ja. Seit Jahren. Ja. Ja, also jetzt kam ich aus dem Urlaub zurück und dachte, wieso ist da meine große Acropora über den Jordan und schneeweiß geworden? Jetzt wird sie langsam wieder braun. Naja, jetzt könnte man schon fast meinen, dass es so sein müsste. Genau. Ja, und da hatte ich irgendwie Nitratwert jenseits von 100. Was? Okay. Mhm. Und ein Phosphatwert, der lag irgendwie bei 0,14 oder 0,16. Also, das ist aber jetzt nicht wirklich schlimm. Es ist hoch. Ist hoch. Wenn es natürlich dauerhaft ist, wenn er weiß ja jetzt nicht, wie lange es tatsächlich war, kann es natürlich zu Schäden führen, aber kurzfristig ist es eigentlich nicht so schlimm. Kann nicht so lange sein, weil vor meinem Urlaub waren die Werte eigentlich so, dass ich mir keine Sorgen gemacht habe. Ja, meine Schwester hat hier auch einmal die Woche gemessen. Von daher kann es nicht so lange gewesen sein, aber ich sage, was ja immer das Riesenthema ist, und das hatte ich gerade ja auch schon mal gesagt, bei einem großen Becken ist das eben noch extremer. Das Becken zieht. Und du stellst im Prinzip deine Dosierung, sei es der Kalkreaktor oder halt eben deine Supplemente so ein, dass das Becken schön läuft, auf den Verbrauch abgestimmt. Wenn dann aber die Nährstoffe so stark in die Höhe gehen und das Wachstum dadurch gehemmt wird, dann potenziert sich das Ganze. Dann schiebst du halt einfach wie irre in das Becken rein. Und ich denke, das war auch beim Stickstoff so. Also die Stickstoffdosierung, die lief halt auch munter durch. Mhm. Phosphat hatte ich zwischendurch abgeschaltet aus der Ferne über die Dosierpumpen. Naja, und egal, 1000 Liter Wasserwechsel haben es jetzt halbwegs gerichtet. Ich denke schon, dass das auch der Grund war, wobei irgendwo was anderes auch im Lot. Die Klimaanlage war ausgefallen, sind auch ein paar Sachen eh heller geworden. Mhm. Es ist ja oft die Summe der Faktoren, die dann irgendwo zum Fiasko führt. Es potenziert sich halt. Genau. Und das eine führt zum anderen und dann hast du halt die Problematik. Genau. Ja, sagen wir nochmal eben ein bisschen was zur Technik, was wir jetzt hier generell stehen hatten. Also du hast gesagt 2,30 Meter an 1 Meter an 70. Mhm. 1600 Liter. Genau. Womit befeuerst du? Ja, derzeit befeuere ich mit, ist vielleicht auch ein bisschen speziell, mit zwei ATI Hybrid, 4x80 Watt hintereinander, sodass wir im Prinzip 8 Cluster haben, die das Becken mit LED-Licht versorgen. Das ist schon. Und 8 Röhren. Sind ein paar Watt, die da. Den ich habe es auch gerade nicht im Kopf, aber blendet euch unten ein. Die Cluster, hast du mir eben gesagt, laufen auf ungefähr 60%. Mhm, genau. Hast du eine spezielle Lichteinstellung für die Cluster oder gehst du einfach nach Sangokai? So wie, ich sag's mal. War Sangokai, wobei ich eigentlich eher dazu übergehe, also dass ich mit dem normalen Blau arbeite und dann Blau und Weiß ein gutes Verhältnis bringe. Also Blau und Royal, ich habe es gar nicht im Kopf, wie ich es seinerzeit gemacht habe. Bei Blau und Royalblau im Verhältnis habe ich mich halt an die Sangokai-Vorgabe so ein bisschen orientiert und dann halt den Weißanteil nach Geschmack reingebracht und habe jetzt aktuell im Wechsel die Blue Plus Röhre drin mit einer Coral Plus, je 50-50. Gefällt mir immer am besten. Aqua Blue ist mir ein bisschen zu weiß-grün. Ja, ich hab gesehen, auch jetzt hier von den Videoaufnahmen her, ich arbeite also jetzt hier im Moment gerade nicht mit Filter oder sonst irgendwelchen zusätzlichen Einstellungen. Es ist ein sehr schönes Licht, gerade auch zum Filmen. Das wird sich dann demnächst bei deinem neuen Becken ändern. Das wird sich wohl ändern, ja. Da kommen wir dann gleich zu, was da an Technik reinkommt. Was sich natürlich auch viele Leute fragen werden, 2,30 Meter, wie beströmt man sowas? Ja. Interessante Geschichte. Also ich glaube auch immer noch nicht das Optimum gefunden zu haben. Ich bin großer Freund von den Jaya-Pumpen, weil die ganz einfach eine laminare Strömung produzieren. Schön breitflächig. Schön breitflächig, nicht zu aggressiv, auch auf die einzelne Koralle. Und wenn man faul ist, ich bin faul, ich reinige meine Pumpen halt nicht alle 2 Wochen, dann muss man halt einfach sich darüber im Klaren sein, dass die nach 1-2 Wochen auch vielleicht noch die Hälfte der ursprünglichen Strömungsleistung haben. Das ist mir auch bei der Razzierung aufgefallen. Ja. Die ist zwar nicht nach 1 oder 2 Wochen, sondern ich sage jetzt mal, ist fast das gleiche Prinzip, aber die hat so
Monat auf anderthalb, da hast du dann schon gesehen, da geht es dann konsequent geht's dann mit der Leistung nach unten. Rapide. Ja, und da musst du dann halt dran. Ne? Musste dran oder halt eben, ich habe es jetzt so, ich habe jetzt eine hier hochkant stehen von den Jaias, die im Prinzip hier eine ringförmige Strömung um das Riff herumbildet. An den Rückwänden befinden sich nochmal drei Tunze Stream 3. Die perfekte für mich faule Leute Pumpe, weil die irgendwie gar nicht dreckig wird. Die läuft einfach. Die läuft, ne? Das und ist auch schön leise. Ja. So, und dann habe ich nochmal hier oben die beiden Jaias, die auch ungepulst einfach nur eine laminare Strömung einfach übers Riffbach bringen. Mhm. Und mit den man Stream sieht es so ein bisschen mit den Stream 3s, pulse ich halt nochmal so ein bisschen rein, damit sich die Strömung an verschiedenen Stellen bricht. Alles in allem ist das Riff ja auch, ich sage es mal pauschal gesagt, schön luftig aufgebaut. Ja. Hattest du im Vorfeld Probleme gehabt, überhaupt die Strömung so hinzukriegen? Oder hast du sie nach und nach aufgebaut? Oder war das direkt ein, ich sage jetzt mal, wir kaufen jetzt die und die Pumpen, setzen sie rein und läuft? Also ich hatte erst mit den 3 Stream 3 angefangen. Und das war einfach nur ein frommer Wunsch, dass das reicht. Und so kamen dann sukzessive mehr Pumpen bei. Ich meine, jeder hat da so sein Fable. Es gibt natürlich auch die ganz tollen High-End-Pumpen. Panther Reis zum Beispiel. Die habe ich auch schon in Action gesehen. Das sind richtig geile Dinger, ja. Also ich sage jetzt mal im Becken, das war glaube ich 2 Meter. Da hatte der eine Panther Reis drin. Eine einzige. Krass. Und die hat wirklich komplett alles gemacht. Also da habe ich dann auch gedacht, ich sage Respekt. Da hat sie auch hinten in der Ecke, also die saß da an einer Stelle, hat nur in eine Richtung gepulst. Ja. Und selbst hinten in der Ecke hat sich da noch alles bewegt. Ach schön. Das ist schon krass. Ja, ich finde, schwierig ist halt immer eines, man sieht ja auch, dass hier kein Sand ist. Mhm. Und das liegt einfach nur daran, dass der doch dann irgendwie da weggeweht wird. Wie kriegt man eine optimale Strömung in einem Becken hin, so dass der Sand liegen bleibt? Ne? Ist schwer. Jo. Aber ich glaube, da haben wir alle dieselben Sorgen. Selbst ich jetzt mit meinem, ich sag es mal, Spielzeug, was ich jetzt drin habe, hier die Ocean Motion, sprich die Bewegung für die Pumpenköpfe, die ich habe, für die Aquamedic, ist recht geil. Aber selbst trotz alledem, dass die Strömung eigentlich überall hingeht, ich habe immer meine Stellen, wo ich ganz hundertprozentig keinen Sand habe. Ist nun mal geht den meisten Leuten so. Ja. Ja, Restetechnik, kannst ja gleich gerne nochmal kurz einblenden. Habe ich auch lange hin und her experimentiert. Ich habe mich dann im letzten Jahr irgendwie in einem Anflug von, weiß ich nicht, Wahnsinn in das Abenteuer Royal Exclusive Equipment gestürzt. Da habe ich dann vom Klaus Jansen mir so eine Dreambox gegönnt und den Abschäumer auch von dem. Das ist der Bubble King 250 Deluxe. Ja, das funktioniert alles super strunz, solide das Zeug. Wobei ich auch glaube, das ist auch was fürs gute Gefühl. Es gibt sicherlich auch andere Produkte, die gut sind. Aber nichtsdestotrotz, Service ist gut, hast du mal einen Ansprechpartner, Technik ist gut. Wenn man Bock hat, das Geld auszugeben, macht man sicherlich keinen Fehler. Ich sag mal, bei so einem großen Becken hier dann noch entsprechend schöne Technik dahinter zu haben, wo man weiß, dass sie problemlos funktioniert. Genau. In der Regel ist schon mal wieder die halbe Miete. Ja. Wie gehst du hin und hast ja eben gesagt, du arbeitest auch mit Geräten aus der Ferne. Also sprich, was hast du da noch dran? Ich habe im Prinzip von GHL den Profilux mit einigen Dosern und auch einem KH-Director. Ja. Den KH-Director verwende ich derzeit eigentlich nur, um zu messen und so eine Übersicht über den KH-Verlauf zu haben. Hast ja gesagt, du hast einen Kalkreaktor dran. Also ich habe einen Kalkreaktor dran. Du steuerst den Kalki nicht mit dem KH-Director, oder? Nee, ich steuere den nicht mit dem KH-Director. Da war weder GHL besonders hilfreich, noch waren da die Kollegen von das Daku besonders hilfreich. Also okay. Das sind auch beides Unternehmen, wo ich sage, der Service von denen ist jetzt nicht gerade das Allertollste. Wobei ich bei beiden Herstellern sage, die Produkte sind fantastisch gut. Lässt sich nicht drüber streiten. Also ja, aber es gibt halt einfach echt Firmen, die legen Wert auf Service und Unterstützung. ATI an vorderster Front, das gleiche kann ich sagen auch von dem Jörg Hockert von Sangokai. Und das gleiche gilt aber halt auch für die gesamte Firma Royal Exklusiv.
die mich da super supporten. Und ich meine, ich bin selbst im Handel tätig, lege einfach großen Wert darauf. Und ja, das sehen nicht alle so. Und ich habe den Kalkreaktor zeitweilig mit Hilfe von Mitgliedern auch aus dem Meerwasserforum dann irgendwann auch gesteuert über eine Hysterese, dass der im Prinzip immer hochläuft und runterläuft, gemessen am KH. Aber der läuft halt auch echt strunzsolide mit einer Festeinstellung und hält seinen KH sehr schön. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich steuere die Dosierpumpe von dem Kalkreaktor derzeitig über eine Steckdose von dem Profilux, sodass ich die Ein- und Ausschaltzeiten, diesen Zyklus, wie die Dosierpumpe einspringt, regeln kann und damit im Prinzip die Menge an Wasser, welches aufgehärtet wird, bestimmen kann. Das heißt, wenn ich sehe auch aus der Ferne, dass mein KH sich eine Richtung entwickelt, kann ich auch den Kalkreaktor dagegen schalten und das korrigieren. Ne, ja, manuell. Ist ja schon mal eine feine Sache. Ja, ähnliches wird jetzt auch von demnächst von Refactory rausgebracht. Die haben jetzt auch, ich sage jetzt mal ganz doof, in ihrem Komplettsystem, in dem Smart Reef, gibt es dann Schaltsteckdosen, die man in Verbindung mit den entsprechenden KH-Keeper steuern kann. Das wäre dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um da die, ich sag mal, Dosierpumpen anzusteuern für deinen Kalkreaktor. Also, ich komme mir das gerne angucken. Wenn du Bock hast, kannst du auch mit dem Kalkreaktor experimentieren, weil im Sinne der Vereinfachung, die ich mir auch wirklich wünsche mit dem Becken, wird es so sein, dass ich ganz einfach das volle Sangokai Balance-System verwende mit dem Basissystem und dann wahrscheinlich später mit dem Energy-System dann auch wieder nach der Einlaufphase und easy going. Also ich habe einfach keinen Bock mehr. Der Kalkreaktor ist toll, aber wenn du den nicht rechtzeitig wartest, da ist so ein supplement-basiertes System besser. Und dann kannst du einfach regelmäßig, um auf Nummer sicher zu gehen, von deinen Dosierschläuchen, Dosierpumpen die Schläuche erneuern. Und dann ist wieder gut. Einfach nochmal auch die Technik ein bisschen zurückschrauben und easy going machen. Aber meine Dreambox, die kommt mit, die wird dann... Dann hast du ja schon fast doppeltes Wasservolumen. Ja, nicht ganz. Ne? Auch so viel ist da gar nicht drin, das geht eigentlich. Okay. Ja, was haben wir noch drüben? Das ist einmal der Reaktor. Du hast den Fliese an der Dreambox, habe ich gesehen. Genau. UV hast du laufen. Hast ja dementsprechend, dementsprechend auch empfindliche Fische hier drin, habe ich gesehen. Ja. Kommt von den Jungs ein bisschen, Ozean habe ich immer gerne dran. Ich bilde mir dabei ein, dass das einfach die Gelbstoffe besser aufcrackt, sodass du da auch mit ganz wenig Ozongabe einfach die, das Wasser klarer hältst. Ja, habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe mir jetzt auch den Ozonisator dran gesetzt, der auf einer Minimaleinstellung mit über dem AS läuft. Und ich habe jahrelang habe ich keinen Ozon genommen, aber bin jetzt pauschal gesagt begeistert. Ja, und dann habe ich halt eben noch in der Box selber, das haben die auch echt geil gelöst, so ein Doppeldecker Wirbelbettfilter. Und so, dass ich da bei Bedarf halt Absorber einbringen kann. Ich habe auch mal ein bisschen Aktivkohle mitlaufen. Ja, okay, du hast ja auch genug Anemonen hier drin. Also da muss man dann auch gucken, dass du die Nesselgifte so ein bisschen aus dem Wasser holst. Ne? Ist so. Und Wasser wechseln ist halt auch echt bei der Beckengröße eine total unkomfortable Geschichte. Ne, das wird einfach bei dem nächsten Becken, ich freue mich auf easy going. Also dann habe ich da meine, weiß ich nicht, 600 Liter Volumen. Guckt, dass ich da 200 Liter Wechselwasser immer fertig zirkulierend nebenstehen habe. Ja. Und ich habe auch einfach den Eindruck, dass egal wie toll das System ist und wie gut die Parameter auf dem Papier auch aussehen, so ab und zu mal ein strammer Wasserwechsel von 30% und sogar mehr. Bringt es auf jeden Fall. Ja, irgendwie mag so ein Becken das gefühlt. Ja, also ich sehe es bei mir also grundsätzlich immer an der Goniopora. Du hast ja hier vorne so einen kleinen Handball mit Kinderkopfgröße schon stehen. Da waren mal drei Polypen vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren. Das ist schon echt krass. Ne? Ja. Aber zeigt im Endeffekt auch, dass es sehr gut gewachsen ist. Aber du hast viel Zeit investiert. Ne? Ja, zwischendurch ja. Wobei das Becken jetzt so ist, dass ich eigentlich sage, in der Regel, also wenn ich jetzt wüsste, warum die Nährstoffe steigen, habe ich gerade keine gute Idee zu. Aber normalerweise kannst du sagen, kann ich einen Monat lang die Finger aus dem Becken lassen und das läuft einfach nur so durch, ne, ohne Zutun. Ja, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass genau dieses Tier, also sprich die Goniopora, ist eine Indikatorkoralle bei mir. Okay. Wenn die zumacht, dann weiß ich schon, da ist irgendwas im Busch. Warum, weshalb, wieso? Ja. Ja, was bei mir halt immer schön wächst, das weiß ich ja selber auch schon von früher. Ich habe irgendwo den Akrodaumen. Ja. Ne, die war vor 2 Jahren, hier die Strawberry Shortcake, irgendwie gerade so ein Fingernagel. Den habe ich für einen Fuffi in irgendeinem Online-Shop geholt. Und mittlerweile... Ja, das...
Ne? Schön, schön gewachsen. Also, weißt ja, wo du dir bald was abholen kannst, weil in meine 600 Liter werde ich echt Probleme haben, das unterzubringen. Du kommst ja sowieso in meine Nähe. Ja, das ist so. Von Meerbusch aus nach Nersen, dann liegt das auch auf meinem Heimweg. Ja, schön. Alles in allem, muss man sagen, ist ein schönes Becken. War. War. Tschüss. Wird bald dann weniger werden. Da werde ich dann auch hingehen und das Ganze begleiten. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Was kommt? Was wird es ersetzen? Ja, also wie gesagt, das wird ein ordinäres Reefer 750. Auch so wie hier, also oder ein Peninsula? Nee, das normale Reefer, kein Peninsula. Ja, also sprich genauso wie hier an der Wand. Kommt an der Wand. Ursprünglich war für dieses Becken Technikraum unter der Treppe im neuen Haus geplant. Mhm. Aber dieser ganze Umzug ist mir ein Graus und im Ergebnis würde es so sein, da kommen drei Straton drüber, weil ich einfach bei meiner Schwester, war ja immer ein Hybridverfechter, gerade bei den Steinkorallen. Ist bei mir auch nicht anders, also ich liebe die Hybrid auch und ja, also ich kann aber auch genauso gut sagen, dass die Straton eine richtig geile, gute Lampe ist. Ja, ist so. Ja, ich habe das Becken, haben wir ja eben gesehen, das habe ich ja eben mal kurz eingeblendet, das steht Bombe. Und auch ja, auch die Akkus, die da drin sind, ne, die paar, also bin ich total von überrascht. Und naja, also alleine von Design und Licht her, auch bei den LPS und Krusten, habe ich mir gesagt, egal, jetzt wirst du halt dann doch mal LED, Aquarianer. Da kommen drei Stück von drüber und dann wird erstmal die Technik unten im Schrank benutzt für die Zeit nach dem Umzug in so einer, ich sag mal, Prelim-Variante. Und in der letzten Ausbaustufe, wenn das Haus dann fertig eingerichtet ist, werde ich mich dann dem Technikraum zuwenden und dann meine Dreambox da wieder in Betrieb nehmen. Also Dreambox nimmst du jetzt rüber Und der Rest der großen Technik verschwindet, also das Darko geht weg. Das Darko geht weg, genau. Und dann einfach nur über die normalen Dosierpumpen, gemessen am KH, wird dann eben das Sangokai Balance System dosiert mit denen. Hört sich nach einem Plan an. Ja, wir werden sehen. Ne? Jedes Becken ist anders. Ich habe ja auch gedacht, das hier würde einfach so weiterlaufen wie das 450er. Aber am Ende wird es schon klappen. Denke ich auch. Also jo. Im Endeffekt muss ich auch sagen, mein Reset hat funktioniert. Und, naja, dein Becken ist ja auch wirklich von Anfang an immer eine wahre Wonne und eine wahre Pracht. Ne? Okay, was muss ich für dich tun? Warum? Sagen wir mal so, es sieht gut aus, ja. Ja, Leute. Alles in allem, jetzt habt ihr das Becken mal bei mir gesehen, ich habe es mal vorgestellt. Abmoderiert würden, haben wir eben schon gesagt, schon gedacht, dass du da warst. Auf Wiedersehen, auf gut Deutsch gesagt. Und ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Wenn dann das neue Gestein kommt, gucken wir uns das Ganze mal an, wie es dann danach aussieht. Und beim Umzug sind wir dabei, etc. pp. Die Serie geht weiter, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Euer Werner. Ciao.